Herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung heute von der Steiermärkischen Gebietskrankenkasse anlässlich des morgigen Weltnichtrauchertages. Wie Sie also hinter mir sehen können, haben wir einen Proponenten des Körpers heute ausgestellt, nämlich die Lunge. Und die Lunge ist einer der zentralen Organe, die natürlich durch das Rauchen extrem gefährdet ist und geschädigt wird. 90% der Lungenkrebsfälle entstehen dadurch, dass man Raucher oder Raucherin ist oder war. Und auch eine weitere Million Österreicher leidet an einer Krankheit, an der sogenannten COPD, die vor allem durchs Rauchen entsteht. Die Lunge bewegt sich ca. 20.000 Mal am Tag. Wir atmen ein, wir atmen aus, als Selbstverständlichkeit, als Lebensnotwendigkeit. Und darum ist es einer der Organe, die für den Körper immens wichtig sind. Und darum kann ich es nicht verstehen. Und auch in weiterer Folge sollte man sich, wenn man noch Raucher oder Raucherin ist, überlegen, mit einer Zigarette atmet man 5000 verschiedene Substanzen ein. Davon sind 250 Substanzen giftig und 90 krebserregend. Das heißt, was man seinem Körper antut, ist, glaube ich, sehr schwerwiegend. Nämlich schwerwiegend dahingehend, dass nicht nur die Lunge betroffen ist, sondern auch Schädigungen in sehr vielen Organen, also eigentlich umgehend, kann man sagen, vom Auge über den Darm, Magen und so weiter entstehen. Wir möchten herausheben, dass wir als Steiermärkische Gebietskrankenkasse auch mit Schulen zusammenarbeiten und eine unserer Partnerschulen im Zuge der Tabakprävention ist die neue Mittelschule Dr. Renner, die auch heute da anwesend ist. Herzlich willkommen bei uns. Zu den Jugendlichen möchte ich sagen, es ist leider noch immer erschreckend, 30% der bis 17-Jährigen rauchen in Österreich. Es ist zwar ein bisschen zurückgegangen, das heißt, man kann sagen, unsere Tabakprävention fängt zu greifen an. Im Gegensatz dazu muss man aber sagen, Australien, Österreich, Austria, Australien, als Gegenbeispiel zu nennen ist, dort rauchen nur in dieser Altersgruppe nicht ganz 7% der Jugendlichen. Also das ist schon ein enormer Unterschied. Leider Gottes ist Österreich einer der wenigen Länder noch der EU, nämlich nur mehr in Luxemburg und Belgien gibt es Zigaretten ab dem 16. Lebensjahr legal zu erwerben, was für mich nicht nachvollziehbar ist, weil Jugendschutz, da haben wir im Arbeitsrecht den Jugendschutz, dass Jugendliche bis 18 keine Überstunden und keine Nachtarbeit leisten dürfen. Jugendliche dürfen starke Alkoholiker ab 18 legal erwerben. Sie dürfen nicht ins Solarium gehen unter 18 Jahren. Und darum verstehe ich nicht, warum wir eigentlich im Jugendschutz solche Prioritäten setzen, dass wir sagen, Zigaretten dürfen ab 16 frei erworben werden. Also aus unserer Sicht wäre das auch notwendig, den anderen EU-Staaten anzugleichen. Und es wäre schön, wenn wir da Vorbildwirkung haben könnten in der Steiermark, von dem wir ausgehen können, auch das Alter für legalen Erwerben der Zigaretten auf 18 hinaufzusetzen. Weiters ist es so, dass wir natürlich als Gebietskrankenkasse eine Krankenversicherung sind. Wir uns natürlich um die Gesundheit der Menschen Wert legen drauf und wir bieten seit 2007 rauchfreie Seminare an, das heißt rauchfrei in 6 Wochen und haben insgesamt über 1000 Seminare abgehalten, mehr als 7000 Menschen geschult, besser gesagt geschult dahingehend wegzukommen vom Rauchen, von der Zigarette. Und wir haben eine sehr schöne Bilanz, nämlich 2 von 3 Raucherinnen und Rauchern sind nach einem Jahr noch immer rauchfrei. Das heißt, liebe Raucherinnen und Raucher, die vielleicht hier da unter uns stehen, es gibt auch heute hier die Möglichkeit, sich anzumelden. Und ich glaube, der Erfolg spricht dafür, aufgrund der Zahlen, wie viele es wirklich schaffen, aufzuhören. In diesem Sinne möchte ich jetzt an den Landesrat weitergeben zu seinem Statement. Dankeschön. Ja, danke, sehr verehrte Frau Opfer, meine sehr verehrten Damen und Herren. Man kann fast sagen, alle Jahre wieder kommen wir an unterschiedlichen Stellen der Landeshauptstadt Graz zusammen, um anlässlich des Weltnichtrauchertags
auf aktuelle Initiativen hinzuweisen. Und immer wieder gibt es auch neue, fast aktionistische Beiträge. Heute diese begehbare Lunge, wo man sich buchstäblich ein Bild von diesem Organ machen kann. Und ich möchte eigentlich weitgehend das unterstützen, was Kollegin Nussbaum gesagt hat. Und ich glaube, dass wir Gott sei Dank in Österreich dabei sind, an den europäischen oder internationalen Durchschnitt zumindest anzuschließen. Dadurch, dass wir ähnlich auch mit 2018 ein absolutes Rauchverbot in der Gastronomie vorfinden werden. Ich darf daran erinnern, dass die Steiermark hier immer schon ein bisschen anders getickt hat. Es hat der Steiermärkische Landtag schon in der vorletzten Legislaturperiode den Wunsch an den Bund herangetragen, dies umzusetzen. Nun ist es dann übernächstes Jahr endlich soweit. Das ist vielleicht ein bisschen ein Hinweis auf die manchmal vorhandene Geschwindigkeit in österreichischen Prozessen. Aber sind wir froh, dass es jetzt sich in diese Richtung entwickelt. Zweiter Punkt, der mir sehr wichtig ist, und auch das ist schon angesprochen worden, der Schwerpunkt, den Schwerpunkt der Präventionsarbeit bei der Jugend zu setzen. Denn es ist auch mittlerweile hinlänglich bekannt, dass jetzt sozusagen als Faustregel oder kurz gefasst gesagt, wer bis 20 nicht mit dem Rauchen anfängt, wird auch nicht mehr anfangen. Und damit ist diese Altersgruppe natürlich von entscheidender Bedeutung. Da ist die Gesellschaft gefordert, da ist der Gesetzgeber allenfalls gefordert, was sozusagen das Erlaubnisalter betrifft. Da sind mit Sicherheit auch die Pädagoginnen und Pädagogen, respektive die Schulen gefordert. Ich glaube, es wird Tausendschaften von Leuten geben, die erstmals bei einem Skikurs, einer Schullandwoche oder sonstigen Gelegenheiten mit der Zigarette in Kontakt gekommen sind. Und genau dort sollte man eigentlich ansetzen. Also, wir unternehmen Gott sei Dank nicht nur an einem Tag im Jahr diesen Anlauf, sondern haben in unserer Tabakpräventionsstrategie auch im Zusammenwirken in diesem Fall von allen Partnern im Gesundheitssystem, Sozialversicherung, Land und dergleichen mehr das ganze Jahr über eine Reihe von Angeboten im Köcher, und wir werden nicht müde werden, an dieser Strategie weiter mitzuwirken. Ein wesentlicher Partner ist die Fachstelle für Suchtprävention NIWID, und da darf ich jetzt gleich das Wort weitergeben. Danke sehr, einen schönen Vormittag auch von meiner Seite. Im Namen der Steirischen Suchtpräventions- und Tabakkoordinierungsstelle NIWID. Es ist erwähnt worden, erfreulicherweise gehen die Zahlen beim jugendlichen Tabakkonsum österreichweit zurück. Dennoch greifen 14% der 17-jährigen Mädchen und auch 19% der 17-jährigen Burschen täglich zur Zigarette. Das ist eine Schülerbefragung. Würden wir alle Jugendlichen befragen, wären die Zahlen wahrscheinlich höher. Und was wäre, würden wir nichts im Bereich der Tabakprävention tun? Sicher ein Punkt, den wir uns überlegen müssen. Wir haben es gehört, es braucht und gibt gute Gründe, mit dem Rauchen aufzuhören. Es braucht und gibt aber auch gute Gründe, erst gar nicht mit dem Rauchen anzufangen. Wissen ist eine bedeutende Grundlage, um eine gute Entscheidung treffen zu können, wenn es um den Tabakkonsum geht. Die Information, die ich brauche, dass ich mein Wissen mir aneigne, muss aber in jedem Fall jugendadäquat sein. Wir müssen die Sprache der Jugendlichen und auch der jungen Erwachsenen sprechen. Ein Beispiel dafür ist die heute hier sehr anschauliche, begehbare Lunge, die Wissen erfahrbar und erlebbar macht. Ein weiterer Zugang ist es auch, die Medien zu nutzen, die Jugendliche nutzen. Ich freue mich, dass wir heute auch eine neue App zum Thema Tabak vorstellen dürfen, die die Gesundheitsministerin mit den österreichischen Suchtpräventionsstellen gemeinsam entwickelt hat, nach dem Modell von Quizduell, wer es kennt. Sie wissen schon, eine Frage, vier Antworten. Sie können spielen und jemanden herausfordern. Die App umfasst 464 Fragen zum Thema Tabak. Ich lade Sie herzlich ein, sie auch auszuprobieren. Spielen Sie mit uns, spielen Sie gegen uns, spielen Sie mit und gegen die Jugendlichen in Ihrem Umfeld. Eine gute Möglichkeit, um über das Thema Tabak auch ins Gespräch zu kommen. Von Jugendlichen wissen wir aber auch, dass das Wissen alleine, vor allem über die gesundheitlichen Auswirkungen von Rauchen, kein ausreichender Grund ist, mit dem Rauchen nicht anzufangen. Viel entscheidender in diesem Zusammenhang ist das Thema der Manipulation. Denn eines, was Jugendliche, und ich nehme an, Sie werden es mir bestätigen, ganz sicher nicht wollen, ist, sich manipulieren zu lassen. Präventive Botschaften, die dieses Thema aufgreifen, haben eine deutlich höhere Wirksamkeit. Und betrachten wir nun die Werbe- oder Marketingstrategien der Tabakindustrie,
wie sie es immer wieder schafft, neue Märkte zu erschließen, wie sie es immer wieder schafft, trotz einem Werbeverbot sich an Jugendliche zu richten, wie sie es immer wieder schafft, genau auf die Bedürfnisse von Jugendlichen, nämlich auf ihr Bedürfnis nach Freiheit, nach Unabhängigkeit, auf das Bedürfnis, erwachsen zu sein oder auf das Bedürfnis, zu einer Gruppe zu gehören, genau mit ihrem Produkt antwortet, dann wissen wir, dass es ein großes Thema ist, nicht manipuliert zu werden. Und je besser ich darüber Bescheid weiß, desto besser kann ich mich dagegen abgrenzen. Und ich bin stolz, dass diese App nicht nur Wissensfragen beinhaltet, die hoffentlich auch ein paar neue sind für Sie, aber auf alle Fälle das Thema der Manipulation aufgreift und dafür auch sensibilisiert. Eine wirksame Tabakprävention, und jetzt schließe ich mit all dem an, was heute schon gesagt worden ist, umfasst aber mehr als Wissen. Sie braucht ganz viele verschiedene, ein ganzes Bündel von Maßnahmen, um wirksam zu sein. Die Förderung von Lebenskompetenzen ist erwiesenermaßen ein ganz entscheidender Faktor, damit Jugendliche nicht zu rauchen beginnen. Je besser ich Bescheid weiß, je besser ich umgehen kann mit Konflikten, mit Frustration, mit Stress, mit Druck, desto geringer ist die Gefahr, zu einem Suchtmittel zu greifen, desto geringer ist die Gefahr, zu einer Zigarette zu greifen, damit ich mein Leben bewältigen kann. Aber auch alle anderen Maßnahmen, die genannt worden sind. Ein absolutes Rauchverbot in der Gastronomie, ein Werbeverbot, eine Steuererhöhung, was macht das alles? Es macht nicht Rauchen zur Norm. Und das ist präventiv hochwirksam. Auch das Vorbildverhalten von Erwachsenen und eine ablehnende Haltung. Wir wissen zum Beispiel, wenn nahe Bezugspersonen eine ablehnende Haltung gegenüber dem Rauchen haben, fangen deutlich weniger Jugendliche an zu rauchen. Das ist ein bisschen auch eine Werbeveranstaltung. Die Maßnahmen, die im Rahmen der Tabakpräventionsstrategie angeboten worden, sind angesprochen von Herrn Landesrat. Wir können auch sagen, Schulen können sich ab sofort auch wieder anmelden, sowohl für Programme zur Lebenskompetenzförderung als auch zu diesen speziellen Informationen für Bezugspersonen, wenn es um eine ablehnende Haltung geht. Mit diesem gesamten Bündel nehme ich an, bin davon überzeugt, werden wir es schaffen, dass der jugendliche Tabakkonsum weiterhin zurückgeht. Wir werden nicht nachlassen, damit es nicht in die andere Richtung geht. Dankeschön. Wir stehen gerne für weitere Fragen zur Verfügung, wenn es welche gibt. Und natürlich unser Team der Gebietskrankenkasse, vielleicht erkennt das in einem grünen Outfit auch. Gibt es absolute Zahlen, wie viele Steirer momentan rauchen? Oder nur diese prozentuellen Werte? Es gibt leider, aktuell gibt es nur österreichische Zahlen, die steirischen sind aus dem Jahr 2009, ungefähr ein Fünftel der steirischen Bevölkerung raucht täglich. Sie haben erwähnt, dass man Jugendliche eben versucht, mehr präventiv anzusprechen. Wie wäre es generell, ein Verbot einzuführen in der Steiermark über das Landesjugendschutzgesetz, unter 18 nicht zu rauchen? Ja, das wäre mein Ansinnen gewesen, wie ich gesagt habe, dass es auf gesetzlicher Ebene das Bezugsalter auf 18 hinaufgesetzt werden sollte. Mal als Vorreiter. Okay. Offensichtlich ist alles geklärt. Ich lade Sie ein. Eine Frage hätte ich noch. Es geht hier auch um eine volkswirtschaftliche Relevanz. Um welche Beträge geht es da hier? Das heißt, die Sanierungskosten, die Betreuungskosten, die aus dem Rauchen heraus determiniert sind. Naja, Zahlen gibt es da keine im Detail, weil das Problem ist, es wird ja nicht erhoben jetzt bei jeder Diagnose, wenn man zum Arzt geht, ob man Raucher ist oder nicht. Ja. Man weiß, dass eben aufgrund der Lungenkrebssituation und COPD, dass 90% der Fälle eben Raucher sind. Kann man das in Zahlen kleiden? Wir haben leider aus Österreich keine aktuellen, aber soweit ich weiß, gibt es aus Deutschland volkswirtschaftliche Zahlen, die meine Kollegin mit hat, können dann gerne reichen. Ich habe sie jetzt nicht im Kopf, weil es für Österreich die nicht gibt. Eine, glaube ich, gesicherte Erkenntnis gibt es aber, weil ja gelegentlich auch darüber diskutiert wird, dass ja ohnehin so viel an tabakbezogenen Steuern und so weiter eingehoben werden würde, dass das sozusagen für die Gesellschaft und die öffentliche Hand ein Geschäft wäre. Das ist jedenfalls nicht so. Da gibt es meinem Wissen zufolge ganz klare Erkenntnisse, dass die volkswirtschaftlichen Kosten erheblich höher sind als sozusagen die Einnahmen aus diesen Steuern. Dankeschön. Wie ich schon ansetzen wollte, wir laden Sie herzlich ein, unsere Lunge zu begehen und zu besichtigen. Dankeschön. Danke für Ihr Kommen. Danke, Kollegin Colombo.